Hallo Leute, neue Runde Let's Watch World of Tanks. Hier bei mir auf dem Kanal, Steve Austin LP. Und ich habe wieder zwei schöne Runden bekommen vom Flame for Fame. Auch mal wieder Zeit, ein paar Runden von ihm uns anzuschauen aus unserem DX-Team. Und wir fangen an mit dem Conway, 9er TD der Briten. Wir sind auf Wadi in einem Standardgefecht. Und ja, bin mal gespannt. Das ist ja die Reihe zum zweiten Kinderwerfer, sag ich mal. Ich glaube, was war das? 4005? Die Schiene, die ich noch nicht weitergespielt habe, obwohl ich irgendwo, glaube ich, beim Sechser hänge oder so. Bin mal gespannt, wie man den TD spielen kann. Jetzt aber sind da 5, 6 Leute noch in der Basis bei denen? Läuft. Was aimt er da ab? Ein T10. Ne, ein 110. Passiert gerade nicht so viel, außer dass die eigenen vom Flame sterben. Schade jetzt. Rums. Oh. Glück gehabt. Muss natürlich ein bisschen aufpassen wegen Artillerie. Er ist jetzt, sag ich mal, Erster seines Teams in Richtung Gegner. Oh, schön. Das gibt natürlich immer schön Punkte. Schön oben irgendeine Einstiegskanze wahrscheinlich oder Einstiegsklappe erwischt. Jawohl, abgeprallt. Lol. Obwohl er schon seitlich stand. Hm. Wird er wahrscheinlich versucht, versucht haben, den Helm zu treffen oder irgendwas. An den unteren Teil würde er wahrscheinlich von unten nicht rangekommen sein. Oh, Vorsicht. Obwohl, wer könnte es so schaffen? Nur fragen, wohin aim. Da, klar. Ah, fuck. Ungenau. Also, verschossen vor dir, Progetto. Nein! Oh. Mit rechts CTDs aufpassen. Progetto muss jetzt auf alle Fälle garantiert nachladen. Der hat seine drei verballert.
Haha. Nein! Das ist immer wichtig, so die Stellung einfach zu wechseln. Man hat jetzt gerade perfekt gesehen, dass der Progetto dort eingeaimt war, wo er halt vorher war. Gleich komplett die Deckung verballert. Ach, really? Da wird sich der Erik wahrscheinlich gerade geärgert haben. Oh nein! Wenn einen das Spiel einfach mal total hasst. Ui! Okay. Ich dachte jetzt ein bisschen weit hinten geaimt, aber okay. Wenn man irgendwo Pech hat, muss man irgendwo auch mal Glück haben, ne? Spielt ihn aggressiv. Ah, Mist, dass er immer aufgeht. Da ist die Arti. Hol dir die Arti. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Jagdtier kommt nicht an die ran. Jetzt, Jagdtiger, Jagdtiger, Jagdtiger! Toll, 191 Amorek, aber was soll's. Jetzt auf dem WD! Komm schon, schaffst du. Oh, oh. Oh, au. Nur 500? Rams! Ach. Ärgerlich. Na, kriegst du den T95 noch? Bereit zu feuern. Ich sehe sie nicht mehr. Jawoll. Schon mal den Krieger safe und ab in Cap, oder? Alles andere wäre jetzt Quark. Sagte er und das Objekt fährt raus. Wieso fährt das... Was zur Hölle? Wieso fährt das Objekt da raus? Und wieder rein? Was treibt der da? Oh, sowas Blödes. So was Bescheuertes. Also ganz ehrlich. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Hätte vielleicht ein knapper Sieg werden können. Aber nichtsdestotrotz aggressives Spiel mit dem Conway und ein schönes Panzer-Ass, obwohl es ein Unentschieden war. Was dann ja für beide Parteien als Niederlage gewertet wird. Und man sieht halt auch wieso, 4300 Schaden, 6 Kills und Objekt 430 bitte mal nachsitzen. Das war nix. Schön die Runde versaut. Aber so ist das halt. Wir sind hier bei keinem Wunschkonzert, sondern bei World of Tanks. Das war's mal wieder hier bei mir auf dem Kanal, euer Steve Austin LP. Ich würde mich natürlich über ein Like, über ein Abo oder über Kommentare von euch freuen. Ihr wisst, das hilft mir immer extrem viel weiter. Bitte schaut euch auch gerne die anderen Projekte bei mir auf dem Kanal an. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Erfolg.